Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 890. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Jetzt ist es wirklich fast soweit, wir sind schon fast bei 900. Es ist krass. Wir sind hier bei unseren fertigen Klippen, beziehungsweise, ihr seht schon, ich habe das Glow-Lichen in der Hand. Das kann nichts Gutes bedeuten. Wir werden ein bisschen jetzt anfangen, hier und da so ein bisschen das zu verschönern. Und ich habe außerdem noch ein paar andere Sachen, die ich hier noch nutzen möchte, um das hier noch ein bisschen detailreicher zu machen. Und zwar, das werden wir jetzt auch als erstes machen, weil ich da gerade stand, bevor ich jetzt hier wieder weglaufe. Ihr seht schon, hier so ein Loch. Das habe ich gerade noch offscreen gemacht, weil wir eh dabei waren, aber ich hatte keine Zeit mehr, deswegen, ja. So. Zack. Ich fasse es nicht, dass jetzt schon das Ding, obwohl, warte mal. Würde das theoretisch, hält das trotzdem Wasser? Dann könnte man nämlich sagen, machen wir einfach so. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, weil, wenn du die jetzt waterlogst, doch. Ach komm, Digga. Okay, scheinbar doch. Ideal. So, pass auf. Dasselbe wollte ich übrigens noch an ein paar anderen Stellen machen. Und zwar hier können wir es anders machen. Wir werden jetzt provisorisch einen Block hier hinpacken. Hier kommt natürlich später die Wand von dem Geschäft hin, was hier eigentlich ist. Aber dann haben wir hier trotzdem so ein Wasserbecken. Und jetzt fließt das auch wieder richtig. Und hatte ich das noch irgendwo anders vor? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Genau, ihr seht schon, ich habe hier und da überall nochmal so ein paar Löcher reingepackt. Einfach, um es noch ein bisschen interessanter aussehen zu lassen. Es erinnert mich auch gerade so ein bisschen, ich kriege so ein bisschen Animal Crossing New Horizons Vibe. Also das Neueste, meine ich. Ich glaube, es ist das Neueste. Weil da baust du ja auch dir die Stadt. Und das hat schon Spaß gemacht, weil ich habe es halt auch wirklich ewig nicht mehr gespielt und ich habe es auch nicht lange gespielt. Weil sobald ich diesen Inselgestalter-Dingens da hatte, hatte ich keine Motivation mehr, das zu spielen. Was ist, wenn wir das hier noch hin machen? Machen wir hier auch noch mal. Und dann von mir aus. Achso, ja, genau. Hier, das hatte ich auch zum Beispiel noch gerade offscreen gemacht. Nicht wundern. Dann machen wir den hier hin. Und dann machen wir hier das Wasser rein. Zack. Und dann läuft das hier auch vernünftig weiter. Wunderbar. Wie man eher heutzutage sagt, Wunderbärchen. So. Das hier auch noch schön machen. Den hier wird natürlich auch noch mehr Grün passieren, ne? Keine Sorge. Das ist klar. Und die Wand ist ein bisschen flach. Da könnte man eigentlich auch noch irgendwie was machen. Irgendwie wahrscheinlich. Ich weiß nicht was. Deswegen lasse ich es. Noch. Ich sage nicht, dass wir das niemals machen werden, weil ich kenne mich. Aber nicht jetzt zumindest. So, machen wir hier und da auch noch ein paar hin. Zack. Okay. Hier hin, hier hin. Mittlerweile sind ja auch alle Folgen online, die ich aufgenommen hatte, bevor ich jetzt wieder aufgenommen habe. Komischer Satz. Deswegen würde mich sehr interessieren, was ihr zu diesen Erzen sagt, weil bisher habt ihr da noch nichts zu gesagt. Ja, siehst, ne? Wolfkopf. Du weißt Bescheid. Ja, egal. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich mir da, wie gesagt, nicht so sicher bin, ob das so gut ist oder nicht, oder Peng, oder doch. Jetzt habe ich noch fünf, die würde ich halt schon noch gern irgendwie unterkriegen. Deswegen packe ich die jetzt noch irgendwo hier hin, keine Ahnung. So. Wird die eh nie wieder einer sehen. Hallo, geh doch da hoch, du. Du Sau. So und so. Okay, wunderbar. Einmal kurz was essen. Und dann haben wir das mit den Wasserbecken auch. Habe ich letztens übrigens bei Pinterest gesehen. Da war in den Alpen, kennt ihr das ja bestimmt. Da war so ein
so ein Becken. Ne? Ganz normal, wie man es halt kennt. Und dann lief da halt das Wasser. Da wird so ein alter Baumstamm. Und da war dann so Quellwasser abgezweigt und das lief da halt die ganze Zeit. Und dann schreibt da wirklich einer, wunderschön, aber warum lässt du die ganze Zeit das Wasser laufen? Bruder, wie lost willst du sein, der Typ? Ja. Wirklich, also so ein Pfosten habe ich selten gesehen. Was ist eigentlich hier mit meinem Inventar los, Alter? Wie sieht das denn aus? Okay, pass auf. Also, ich habe euch ja in der letzten Folge gezeigt, ich habe ein paar Sachen geholt. Nee, keine Lever. Lever. Pull the lever, Kronk. Hier, Cobble Deep Slate. Ihr fragt euch vielleicht, wo kommt denn das jetzt noch hin? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Und zwar, wir haben hier oben immer Stone Brick. Quatsch. Wir haben hier oben immer Diorite als Akzent. Und da oben ist hell. Und hier ist es unten drunter, bedeutet ein bisschen dunkler. Bedeutet, um einen kleinen Kontrast auch zu schaffen, habe ich mir gedacht, wir tauschen alles, was da oben Diorite ist. Jetzt fährt hier so ein Trecker vorbei. Alles, was oben Diorite ist, tauschen wir hier unten gegen Deep Slate. Ich hoffe, ihr findet das eine okaye Idee. Wenn nicht, Pech. Die Frage ist nur, welchen. Also, den hier können wir schon mal safe machen. Aber wollen wir uns Bricks machen oder Tiles? Oder machen wir Tiles, Tiles? Nee. Wäre schlecht. Sogar für mich war der schlecht. Ich glaube, wir machen Bricks. Wir machen Brickety Bricks. So. Basup. Wir müssen jetzt hier unten irgendwie dieselbe Art von Haus reinkriegen wie da oben. Und wenn ihr damit anfangt, dass das von der Höhe nicht hinkommt, ne, dann ist ganz vorbei. Ich weiß, das Problem habe ich auch schon die ganze Zeit im Kopf. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen machen soll. Es nervt mich auch gar nicht. So, pass auf. Die Frage ist, machen wir jetzt zum Beispiel, machen wir das so rum und machen dann hier zum Beispiel den Eingang. Ne? So, dann haben wir hier nämlich das schön offen, dann kommt man hier so runter und kann direkt gucken. Oder machen wir das hier irgendwie schräger, aber ich glaube, also weniger schräg. Ich glaube, so ist gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, wir machen das so. Eine Sache, die ich jetzt natürlich überhaupt nicht dabei habe, sind die Farben. Da hätte man dran denken können, wenn man nicht gerade ich ist. Hier fehlt noch eine Tür. Wenn man nicht ich ist, könnte man daran denken. So, welche Tüte, wollte ich gerade sagen, Truhe, nehme ich denn jetzt als erstes? Oben ist grün. Finde ich, ist rot gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, komm, wir nehmen erstmal rot. Das ist halt auch jetzt die Frage, ne? Macht man es einfach in derselben Farbe? Macht man eine komplett andere Farbe? Ich glaube, es ist besser, wenn wir das erstmal in einer Dingensfarbe machen. Also, zack, 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 zack. So, wunderbar. Das haben wir schon mal. Das hat schon mal geklappt. Jetzt setzen wir hier oben drauf natürlich nochmal eine Reihe. Und dann setzen wir oben drauf natürlich nochmal hiervon eine Reihe. So. Naja, wahrscheinlich nicht. So, okay, zack. Ich hätte heute übrigens eine sehr bescheuerte Idee. Ich habe ja bald Geburtstag. Und ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, was ich mir wünschen soll, dass ich mir was von Lego wünsche, weil Lego geht immer. Aber mein ursprünglicher Plan war es, zu sagen, ja komm, dann wünsche ich mir ein neues Set, was jetzt rauskommt, was, glaube ich, 100 Euro kostet. Dann habe ich aber überlegt, zum Geburtstag gibt es meistens auch Taschengeld oder so oder irgendwas dazu. Bedeutet, ich müsste ja nicht mein komplettes oder das komplette Geld selber zahlen, für was auch immer ich mir kaufe. Bedeutet, ich könnte mir auch was Teureres kaufen und muss halt nicht komplett das zahlen. Und es gibt ein Set, das sehr teuer ist, was ich aber unfassbar gerne hätte.
Und die Idee hatte ich vorhin, dass ich dann einfach sage, ja komm, ich muss es ja eh nicht komplett selber zahlen. Dann wünsche ich mir einfach den Teil dazu und dann kriege ich es halt quasi billiger. Aber dieses scheiß Set kostet 600 Euro. Und ich kriege keine 600 Euro an Geld zum Geburtstag. Ich habe eigentlich keine Lust, so viel Geld jetzt auszugeben. Vor allem nicht für Lego. Also, ich würde es super gerne. Ne? Ich hätte das Set unfassbar gern. Aber ist nicht so ganz so... Ist nicht so ganz so leicht. Es wäre nicht das Allercleverste. Sagen wir es mal so. Ah, das ist jetzt aber hier komplett... Ganz großer Mist. Ja, passt. So, pass auf. Ich würde sagen, wir gehen nach hier. Man könnte natürlich die Innenfläche komplett nutzen, aber ganz im Ernst, wir werden in diese Läden wahrscheinlich nie reingehen. Und die sollen ja auch nicht unfassbar riesig werden. Bedeutet, wir ziehen das jetzt einfach hier so lang. Und ich werde angerufen. Bedeutet, wir sehen uns gleich wieder. So, also wenn ihr denkt, ich wüsste noch, wo ich dran bin, liegt ihr falsch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass wir das hier jetzt weiterziehen und ich meine, ist da. Zack. Zack, zack. 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 Und dann zack. So, das ist der komplette Innenraum, das ist die komplette Größe des Innenraums. Ungefähr dann quasi so wie immer, also mit den abgerundeten Ecken. Und so weiter und so fort. Ne? Man kann es hier sehr gut sehen. Wir werden die Wände und so weiter tatsächlich auch bauen. Und wir werden hier auch einen Boden reinsetzen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Es ist tatsächlich wahr. So, 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 so. Und dann logischer... Manchmal will mein Mausrad nicht. Logischerweise... Müssen wir das hier auch untersetzen. Und ich weiß, es ist streng genommen ein zu weit nach vorne. Beim ehrlich zu sein, wen juckt's? Mich nicht. So. Zack. Zack. Zack, zack. Wunderbar. Müssen wir einmal wieder rausgehen. War doch deutlich mehr... Bedarf nach den Blöcken, als ich dachte. Für ein Haus. Ist auf jeden Fall gut, dass ich nur 3 Stacks oder damit geholt habe. Hier, wie auch immer. So, dann. Zack. Zack, zack. Okay. Zack, zack, zack. Zack. Was mache ich hier überhaupt? Hier kommt doch... Das wird doch rot. Ihr sagt auch nichts, weißt du? Ihr guckt euch das an, denkt euch nichts dabei und lasst mich hier ins offene Messer taumeln. Das ist nicht nett. Wirklich nicht. So. Mann. Dann haben wir das. Jetzt komm doch her, du blöder Block. Also 4 Stück auf der Länge. Bedeutet so und so. Bedeutet so. Dann haben wir den Teil. Dann können wir hier rot voll machen. Zack. Können wir von mir aus uns den hier wiederholen. Wunderbar. Dann machen wir hier unten einen rein. Dann machen wir da oben einen rein. Dann machen wir da oben einen rein. Und da unten einen rein. Bedeutet so, 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 so und so. Dann haben wir noch natürlich genau einen wieder über. Das kann man sich nicht ausdenken. Aber es ist mir jetzt im Endeffekt auch scheißegal. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen werden, weil, und ich glaube, das werden wir sogar so beibehalten, weil es da unten einfach sehr dunkel drin ist, dass wir eventuell den Boden immer oder so gut wie immer aus Quartz machen. Weil erstens ist es super schön hell, zweitens ist es aber auch sehr edel und nicht sehr gemütlich, was für so ein
Geschäft eigentlich, glaube ich, ganz gut ist. Und wir haben relativ viel jetzt mittlerweile davon. Und wenn man sich mal verbaut, geht das unfassbar schnell wieder. So. Und wie hier die genaue Einrichtung aussehen könnte für so einen Laden, könnt ihr sehr gerne mal Anregungen und Ideen in die Kommentare schreiben. Also es kann ein Klamottengeschäft sein, es kann ein Fastfood-Geschäft sein, ein Atelier sein, ein Café sein. Das ist mir scheißegal, was das ist. Es kann alles sein. Man könnte sogar fast noch sagen, dass man hier die auch noch wegmacht und da nochmal Glas hinpackt. Dass man einfach noch ein bisschen mehr Licht reinlässt. Weil es ist nun mal ein Keller. Ne? Und ich habe letztens unter irgendeinem Video gelesen, dass es ja so ist, dass ich es ursprünglich ja mal so geplant hatte. Die, wie heißen sie? Die Villager in das Italian Village in die Häuser zu packen. Stimmt. Problem ist, wir haben keine Villager und noch ein größeres Problem ist, ich mag keine Villager. Und ich habe echt wenig Lust, mich mit denen abzugeben, mit den Scheißdingern. Scheißviecher, deswegen schwierig. Sehr schwierig. So, aber das hier haben wir soweit. Jetzt muss hier nur noch eine Tür rein und natürlich Licht und eine Decke. An die Decke habe ich gar nicht mehr gedacht. Wir könnten tatsächlich, wenn wir ganz, ganz clever sind, einfach hier, was ist das denn? Ups. Ist das Strip Birch. Wenn wir einfach nochmal hier weiter mit Birch machen, dann haben wir uns das für dem Haus sogar gespart, das zu machen. Das wäre natürlich insane, aber das werden wir nicht mehr heute machen, denn ich bin schon wieder am Überziehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.